Jedes SOC ist nur so gut wie seine Telemetrie. Damit sich ein Analystenteam ein Bild davon machen kann, ob ein Angreifer gerade dabei ist, die ersten Schritte zu gehen, noch bevor Schaden angerichtet wird, also Daten gestohlen oder Dateien verschlüsselt werden, muss ich aufgrund von Signalen, die ich von verschiedensten Lösungen bekomme, mir ein Bild machen. Das bedeutet, ich nehme nicht nur die Ereignisse, die man sich klassischerweise anschaut, von Endpoint-Security-Lösungen oder von Firewalls, sondern auch zum Beispiel von Anmeldesystemen, Microsoft-Anmeldesystemen oder auch Microsoft 365, von Backup-Systemen, von Cloud-Systemen und so weiter und nutze diese Daten, indem ich sie an zentraler Stelle in so einem XDR-Ökosystem sammle, analysiere und dann auch korreliere. Das heißt, ich brauche Lösungen, die mir Informationen an einen zentralen Ort liefern, damit dort eine KI und nachgelagert auch dann die Analysten, die von der KI vorsortierten verdächtigen Ereignisse anschauen und wenn sie feststellen, dass da ein Angreifer tatsächlich schon unterwegs ist, auch entsprechend Gegenmaßnahmen einleiten. Die Besonderheit von Sophos ist, dass wir nicht nur Ereignisse von Sophos-Sicherheitslösungen, also im Bereich Endpoint, im Bereich E-Mail, Cloud, Firewall verwenden, sondern auch Telemetriedaten von über 40 anderen Sicherheitslösungen anderer Hersteller mit integrieren, die dann Sophos-Analysten dazu nutzen können, um Bedrohungen zu erkennen und zu reagieren.